Hallo, in diesem Video möchte ich euch die Funktionsweise bzw. die Unterschiede zwischen den Funktionen Zweitaktspezial und Viertaktspezial erklären. Zum Beispiel beim Verschweißen von dicken Bauteilen kann es sein, dass wenn diese noch nicht vorgewärmt wurden oder man diese nicht vorwärmen muss und anfängt zu schweißen, dass sich am Anfang eine dicke Wulst bildet, die keine Verbindung zum Beispiel bei einer Kehlnaht an die obere oder untere Flanke hat. Dafür nimmt man den sogenannten Hot Start. Dieser ist hinterlegt in der Funktion 2- und 4-Takt-Spezial. Manchmal kann es sein, dass wenn der Schweißprozess beendet wurde, dass sich ein kleiner Krater am Ende bildet. Dafür braucht man das Endkrater füllen. Das ist auch in der Funktion 2- und 4-Takt-Spezial hinterlegt. Wie man das Ganze einstellt, erkläre ich euch am Beispiel der HP-Steuerung der Titan XQ. Auf der Taste unten links könnt ihr die Funktion 2- oder 4-Takt-Spezial auswählen. Sobald die Funktion ausgewählt wurde, könnt ihr durch die Umlauftaste oben rechts durch das Menü des Ablaufes durchschalten. Durch Drücken der Umlauftaste drückt ihr so lange, bis ihr auf den Punkt Start kommt und dann könnt ihr die Leistung beim Start einstellen, also diesen sogenannten Hot Start. Dieser ist prozentual abhängig von eurem eingestellten Hauptstrom. Wenn man ein neueres Gerät hat, wie zum Beispiel die Titan XQ, gibt es auch eine zweite Variante, um durch die Punkte das Ablaufmenü durchzuschalten. Man drückt das Click Wheel und kann somit links und rechts durch die Menüpunkte ganz einfach durchschalten. Durch erneutes Klicken kann man die Werte verändern. Das Endkraterfüllprogramm kann man genauso einstellen wie den Hot Start. Mit der Umlauftaste navigiert man zu dem Punkt End und kann dann prozentual, abhängig vom Hauptstrom, die Leistung einstellen. Wenn ihr die Funktion Zweitakt-Spezial angewählt habt, dann könnt ihr zusätzlich zu eurer Schweißleistung, prozentual vom Hauptstrom, auch noch eine Zeit einstellen. Das heißt, beim Zweitaktschweißen hält man den Brennertaster ja so lange gedrückt, wie man schweißen möchte. Sobald man den Brennertaster loslässt, hört der Schweißprozess auf. Das heißt, damit ich den Hotstart auch überhaupt anfahren kann, muss ich auch eine gewisse Zeit hinterlegen. Beziehungsweise beim Endkraterfüllen genau dasselbe. Als Beispiel, wir schweißen jetzt beim Start mit 120% von Hauptstrom für 1,5 Sekunden. Dann fahren wir in 0,2 Sekunden runter auf den Hauptstrom. Sobald wir den Brennertaster loslassen, machen wir ein Endkraterfüllen von 50% des Hauptstroms für eine Dauer von beispielsweise einer Sekunde. Sobald die Funktion Viertakt-Spezial angewählt wurde, kann man die Zeiten selber bestimmen. Das heißt, solange ich den Brennertaster beim Starten gedrückt halte, so lange halten wir auch den Hotstart. Erst dann, wenn ich loslasse, fährt das Gerät runter auf den normalen Schweißstrom. Wenn ich dann den Brennertaster wieder drücke, fahren wir runter auf das Endkraterfüllen und diese Zeit kann ich auch wieder so lange oder beliebig lange ziehen, solange ich den Brennertaster gedrückt halte. Sobald ich ihn loslasse, hört der Schweißprozess auf. Zusätzlich zu der Einstellung der Schweißleistung im Hotstart bzw. Endkraterfüllen kann man noch eine Spannungskorrektur hinzufügen. Im Hintergrundmenü könnt ihr einstellen, ob ihr in der Start- oder End- bzw. Hotstart- oder Endkraterfüllen-Phase pulsen oder nicht pulsen möchtet. Um das einzustellen, klickt ihr die Umlauftaste lange und wählt dann durch erneutes Drücken so lange, bis das PS, Pulsen Start, Off für Aus, On für An, bzw. PE für Pulsen End, On oder Off. Der Vorteil beim Viertakt-Spezial ist, dass ich deutlich flexibler mit meinen Zeiten beim Hotstart und Endkraterfüllen agieren kann.